Moin Mädels, tatsächlich passiert es wieder mal. Es gibt ein neues Gameplay von uns. Ach so, ihr wollt gar nicht? Ja gut, dann Pech. Für alle, die sich trotzdem für meinen Rumgehampel interessieren, gibt es die härteste CQB Game Day Aufwärmrunde, die ich je erlebt habe. Und noch ein Disclaimer, ich habe gerade richtig Bock, mit euch ein wenig zu quatschen. Heißt konkret, ihr bekommt leider Gottes kein stumpfes, ununterbrochenes Gameplay serviert, sondern eines mit 3D-Map-Übersichten, animierten Stellungsbewegungen, geplanter Taktiken sowie Konflikten auf dem Spielfeld, die ich explizit aufdrösele und zu denen mich brennend eure Erfahrungen und Meinung interessiert. Zum Szenario. Samstag Vormittag. Das heimische ACS Winterfeld. Eine ehemalige Molkerei. Besonderheit, das komplette Spielfeld ist unterkellert und bietet somit die Möglichkeit, dem Gegner nicht nur frontal zu begegnen, sondern ihn auch zu hinterlaufen und ihm an die Seite oder den Rücken zu fallen. Eine ausgewogene Kombination aus beiden Taktiken ist hier meist der Schlüssel zum Sieg. Zu den Spielern. Es gehen 17 Airsofter an den Start, eine Mischung aus ACS-Stammspielern, einem erfahrenen CQB-Team, welches uns zum ersten Mal besucht, ein paar Gastspielern, sowie zwei Anfängern, die ihren ersten Spieltag hatten. Das wären Flo's Freundin Vanessa, sowie meine Freundin Sarah. Nach dem Versuch, zwei gleich starke Teams aufzustellen, bestand das 9-Mann starke Team Blau aus dem angereisten CQB-Team sowie erfahrenen Gastspielern, und das mit 8-Mann kleinere Team Rot aus zwei Gastspielern, den beiden Mädels und 4 ACS-Spielern, zu denen auch ich zählte. Und weg nochmal zum MCQB-Loadout. Alles so minimalistisch wie möglich. Ich möchte schnell präzise und unsichtbar sein. Daher bin ich seit Jahren super zufrieden mit meiner Invader Gear Predator Combat Hose, Combat Shirt und nur einem schmalen Battle Belt mit 6 Magazintaschen. Und längst ist es überfällig, sie euch in Aktion zu zeigen, meine KWA TK45C. Das Textoff-Video dazu ist legendär und den schmackhaften Porn kann man sich auch das ein oder andere Mal geben. Die Links zu Gear und besagten Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Gut, also ihr, ich denke mal, klärt euch relativ schnell ab. Ich gehe jetzt einfach schon mal davon aus, dass ihr bereit seid. Wir haben unsere Bunnies dabei, ich kriege das hin. Jetzt lass doch mal den Killer hier durch. Ist einmal alles runter zur Treppe hier. Ja, Chef. Wie wollen wir es denn angehen? Ja. 3 zum Podest, 5 zum, zum Koffer. Ja. Ich könnte mit den 2 aufs Podest gehen. Ja, das ist gut. Dann macht ihr Action um die Bombe. Ja, machen wir so. Wer holt die Bombe? Wer will? Wer hat schnell, wer ist flott, wer hat irgendwie Bock? Geil. Normalerweise macht Hannes das immer, aber ja. Hannes ist ja jetzt irgendwie out of order. Hannes geht mit zum Podest und du holst die Bombe, fertig raus. Ja, dann machen wir es so. Okay, um euch kurz abzuholen. Als erste Runde des Tages zum Aufwärmen und Spielfeld kennenlernen wurde ein Bombenspiel vorbereitet. Dabei gibt es 2 Teams mit jeweils einem fest zugewiesenen Bombenlegeplatz. Zu Beginn des Spiels steht der Bombenkoffer in der Spielfeldmitte. Ziel eines jeden Teams ist es, sich die Bombe zu schnappen, zum eigenen Bombenlegeplatz zu bringen, dort mit einem 10-Minuten-Timer scharf zu machen und bis zur Detonation zu verteidigen. Das Ziel des nicht im Besitz der Bombe erhabenen Teams ist, dem anderen Team den Koffer während des Transports abzujagen oder die Bombe zu entschärfen und zum jeweils eigenen Legeplatz zu bringen und dort zu platzieren. Sollte die Bombe falsch scharf gemacht oder entschärft worden sein oder es befindet sich zum Detonationszeitpunkt ein Spieler aus dem Legerteam im Sprengradius, zählt dies als Fehlzündung. Alle Spieler im Sprengradius sind Hit und das Spiel geht nahtlos weiter. Spielende ist erst, sobald ein Team die Bombe im jeweiligen Ablageort platzieren und bis zur Detonation verteidigen konnte. Unsere Taktik war nochmal zusammengefasst soweit recht einfach: ein Teil des Teams zur Bombe, um diese für unser Team zu gewinnen oder gegebenenfalls den gegnerischen Bombenlegenplatz zu verbarrikadieren, den anderen Teil bestehend aus den beiden Mädels und mir zu unserem Bombenlegeplatz, um diesen für den Fall einer erfolgreichen Bombenkoffereroberung frei von Gegnern zu halten. Aufgrund der Konstellation von Spielern, die gleich ihre erste Runde auf diesem Spielfeld erleben würden oder Airsoft allgemein zum allerersten Mal spielen oder wie ich auch seit ein paar Monaten nicht mehr auf einem Indoor-Spielfeld waren, stellte ich mich auf ein recht defensives und langsames Spiel ein mit vielleicht 2, maximal 3 Teamwechseln des Bombenkoffers. Eine Aufwärmrunde mit Anfängern, Neuankömmlingen und eingerosteten Spielern eben. Vorsicht! Bleib da drüben, bleib da drüben! Guckt ins Labyrinth! Ja,
Die Gegner hatten die Bombe und würden jetzt sicher über einen der zwei direkten Wege versuchen, die Bombe ins T-Stück zu bringen. Im Labyrinth war keine Bewegung zu hören gewesen. Die Gegner müssen ihre Flanke unverteidigt gelassen haben. Warum also die Stellung halten? Unsere Chance, ihnen in die Seite zu fallen und den Koffer zu klauen. Kommt mal mit. Bruder! Psst! Bruder! Die Schüsse kamen aus dem T-Stück, dem gegnerischen Bombenlegeplatz, den meine Teammates wohl gerade gegen den gegnerischen Bombenlegetrupp verteidigen mussten. Immerhin war der Spielstart erst vor etwas mehr als 2 Minuten. Friendly Fire also? Irgendwie sieht sie ziemlich stark. Also, so. Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, was da eben passiert ist. Und dann hätte ich aber nicht gedacht, dass die euch schon komplett überrannt haben. Dann war ich unten schon, hatte ich die komplette Rückendeckung aufgeräumt. Ja. Und plötzlich wurde ich vom T-Stück, also aus dem T-Stück raus beschossen. Denke mir, hey, ich bin doch rot. Ja. Und dann sehe ich schon, hä? Wie jetzt, gesagt, alles voll vom Blauen? Brutal schnell. Also spätestens ab dem Zeitpunkt war mir klar, das hier war keine entspannte Aufwärmrunde. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Team zur Hälfte bestehend aus Spielern ohne Feldkenntnis innerhalb einer solchen Zeit eine verteidigte Stellung kommt, vom Hellen ins Dunkle so überrannt hat. Respekt. Die Bombe ist auf jeden Fall jetzt platziert. Ich weiß nicht, was, also ich glaube, von hier aus wird es beschissen reinzukommen, weil da einfach der Durchgang zu eng ist. Voll auf die Birne, aua. Gut. Brauchst du eine Kappe? Nein, alles gut. Dann los. Wo wollen wir lang? Wo wollen wir in den Keller, wo wollen wir nicht die Wohnung? Frontal versuchen. Was? Frontal versuchen. Frontal also. Schwierigkeit hierbei, das ganze Team muss durch einen engen Türrahmen in einen großen Raum mit vielen Stellungen. Es kann also immer nur einer vorweg, der mit einem Schritt nach vorne sich aus x vielen Winkeln angreifbar macht. Heißt bedachtes Vorgehen, resultierend in einer Stürmung des Raums. Ich gehe voran und suche nach dem eröffnenden Abschuss. Eine Taschenlampe ist hinter den Reifen am Ende des Raumes zu sehen. Die Bombe ist da! Sorry. Blau, lasst euch die Bombe nicht abknallen! Die Uhr läuft! Rein! Bombe! Zum Podest! Du? Abort. Ja. Nee, nimm. Okay. Pass auf, pass durch die Wohnung auf. Eine rüber sichern. Ganz hinter die Wand, hock dich hin und guck links dran vorbei. Du musst nicht so weit raus. Schau mal. Du musst nur hier sitzen und wenn sie hier rumkommen, dann schießen sie von rechts. Komm. Du schaffst das. Entspann dich. Komm klar, sammelt einfach Druck. Rot hat's vorgemacht. Ihr könnt die Bombe wiederholen. Hit.
Hit! Los, Blau! Fuck. Okay, das war ein Durcheinander. Reden wir nicht drüber. Schnell wieder zum Podest und hoffen, dass die Gegner noch nicht zur Bombe durchdringen konnten. Nix. So Mädels, jetzt interessiert mich eure Meinung. Lasst uns die Situation kurz analysieren. Ich will zur Bombe und diese schnell wieder scharf machen. Auf dem Weg dorthin will ich jeden Labyrinthaufgang zum Podest mit Prefire eindecken. Noch während ich auf den hintersten Aufgang schieße, kommt ein Gegner von der linken Seite um den Reifenstapel herum. Ich behaupte mal hier sehr schnell reagiert zu haben und verpasse ihm direkt 3 Hits. Zu dem Zeitpunkt ist er für mich raus und senke bereits meine Waffe. Erst jetzt fängt er an, auf mich zu schießen. 3-mal. Währenddessen löst sich meinerseits noch ein Schreckschuss, der ihn ein 4. Mal trifft. Ich selbst noch leicht perplex von seinem Zurückschießen, gehe weiter vor in der Annahme, dass ihm klar sein muss, dass er fehlerhafterweise auf mich geschossen hat und nun rausgehen wird. Wie gesagt, er hat immerhin erst angefangen zu schießen, nachdem ich meine Waffe schon gesenkt hatte. Im selben Moment taucht im mittleren Aufgang ein weiterer Gegner auf, dem ich noch während er seine Waffe erst anhebt, einen Hit verpasse. Mittendrauf. Die weiteren 2 Schüsse der Dreiersalve auf ihn treffen die Hose des ersten Gegners, der wider Erwartens noch nicht aus dem Weg gegangen ist und sich jetzt darüber beschwert, dass ich meine Hits nicht calle und rausgehe, während der zweite Gegner jetzt anfängt, auch noch mehrmals auf mich zu schießen. Pausiert mal bitte an dieser Stelle und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie hättet ihr euch an meiner Stelle verhalten? Wärt ihr einfach nach dem Kontakt mit dem ersten Gegner rausgegangen? Hättet ihr sogar nach dem Kontakt mit dem zweiten Gegner einfach durchgezogen und weitergespielt? Bitte lasst es mich wissen. Meiner Meinung nach sind Diskussionen auf dem Spielfeld stets zu vermeiden. Darum habe ich noch klargestellt, dass der Gegner im mittleren Aufgang definitiv von mir getroffen wurde und bin dann einfach gegangen, ohne mich zu beschweren. Hatten die den Koffer jetzt? Die haben entschärft. Oh, hat er mitgenommen? Nein. Ich habe ihn voll rausgeschossen. Ich hasse sowas. Wenn du schießt um die Ecke rum, jetzt einen voll wegholzt, der dich dann erst sieht, dann auf dich schießt. Ja, ja. Und dann sagt, Das hatte ich auch vorhin, das hatte ich genau selber. Er meinte, bei mir ist nicht rausgekommen. So steht daneben und sagt, natürlich ist sowas rausgekommen. So, du Scheiße. Hier ist hier rein. Okay. Gleich rein. Mit? Leichtsinnig die Deckung fallen gelassen, müssen wir nicht weiter drüber reden. Verdient rausgeschossen. Zurück in den Spawn zu einem gut gelaunten Martin. Das frustriert mich jetzt schon. Ach, warum denn? Die laufen doch nur mit Prefire, ne? Alle Mann. So wird's gemacht. Hit! Schnell ins Labyrinth, die wollen den Koffer gerade holen. Ja. Oh nein! Sarah! Schnell, 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 schnell! Die Bombe ist im Kesselraum. Mhm. Die steht da. Ich habe den Träger abgeschossen. Die Gegner hatten sich nach der für mich ärgerlichen Situation auf dem Podest den Koffer geschnappt und waren bereits im Kesselraum kurz vor dem T-Stück, ihrem Ablageort. Da ich gerade von der Seite rausgeschossen wurde, wollte ich den Gefallen nicht unerwidert lassen. Zeit, den Trägern des Koffers in den Rücken zu fallen.
Doch, der Kesselraum war bereits leer und es gab keine Anzeichen von Gegnern im T-Stück. Sie mussten sich wohl mit der Bombe zurückgezogen haben. Neuer Plan, hinter den feindlichen Linien bleiben und nach der Bombe suchen. Gegnerischer Spawn voraus. Kurz ausruhen und hören. Es wäre fatal, jetzt einer Respawn-Welle in die Arme zu laufen. Es scheint ordentlich gekämpft zu werden. Anscheinend muss die Bombe mittlerweile dort sein. Da ich keine Lust auf Friendly Fire hatte, da ich nochmal aufs gegnerische Spawn-Richtung kam, entschied ich mich dafür, im Labyrinth Stellung zu beziehen, um entweder gegnerische Unterstützung abzufangen oder die Bombe zu sichern, sollte ein Gegner ihrer habhaft werden und versuchen, sie durch das Labyrinth abzutransportieren. Hit, schön. Hit, 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 hit. Keller, Säulenraum, vor der Stahltreppe hoch, langer Gang, von dort aus ins Labyrinth. Wir haben dann alle rausgeschossen und dann im Labyrinth zwei, drei Spawns noch die ganzen Wellen abgeblockt. Ich dachte mir, am wertvollsten bin ich wohl aktuell für mein Team, wenn ich das Gegnerteam von hinten aus klein halte, damit sie an der Front bessere Chancen haben. Also nochmal ins Labyrinth. Kontakt. Unsicher, ob Freund oder Feind. Aber ich bin in der schlechteren Position, also gebe ich mich als Verbündeter aus. Rot im Labyrinth! Rot im Labyrinth! Rot, 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 rot! Hit! Well, doof gelaufen. Ich nahm an, der Bombenträger gehörte zu meinem Team, bis er plötzlich mit dem Koffer ins Labyrinth wollte. Davon ausgehend dachte ich, dass mein Team in der Wohnung sein würde. Dem war nicht so. Ja, die haben gerade die Bombe, glaube ich, weggetragen aus dem. Ja, haben sie. Das war ja nicht. Habt ihr die Wohnung hier geklärt? Hattet ihr die Wohnung geklärt? Ohne klare Aussage, ob noch Gegner in der Wohnung oder Labyrinth seien, entschied ich mich wieder für den Keller. Thank you.
Ähnliche Situation wie vorhin. Ich habe es geschafft, der gegnerischen Rückendeckung in den Rücken zu fallen. Aus dem T-Stück höre ich, wie mein Team bereits frontal mit den Bombenverteidigern am Kämpfen ist. Ich würde wohl wieder am wertvollsten für mein Team sein, wenn ich die Verstärkung in Schach halte. Entschuldige, Robin, das war wohl der Treffer zwischen Maske und Helm, den du mir gezeigt hattest nach dem Spiel. Aua. Genug in Schach gehalten. Angriff. Entschuldigung. Wieder jemand, der aufgrund seiner schweren Ausrüstung seinen Hit nicht gemerkt hat. Ähnlich wie vorhin war ich wieder etwas perplex. Während der Situation tippte mir ein Gegner auf die Schulter. Ein Silent Kill. Verwirrt von den Umständen rief ich diesen trotzdem aus Versehen aus. Hit! Achso. Hit! 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 Und wieder rein. Immer noch passiert? Ja. Warte, ich komm mit dir mit. Hit. Gut, an der Stelle hatte Chris dann meine Kelle hinterlaufen, Strähne durchbrochen. Neuer Plan, an der Front helfen. 45 Minuten läuft das Spiel schon. Oh, müsste doch bald 10 Minuten rum sein, wa? Bombe ist jetzt schon bestimmt 5 Minuten. Jetzt müssen wir aber auch, lass uns zu Ende bringen. Das war ja, das ist gut genug gekämpft. Und weiter geht's. Los geht's. Team Rot! Team Rot, 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 Rot! Spiel ist in Ordnung! Spiel geht weiter! Vorsicht! Nein, 14 Uhr. Diese Situation wird noch ein paar Mal vorkommen. Ich vergesse immer wieder gerne, dass die Kamera wie ein Positionslicht über meinen Kopf hinausragt und somit für Gegner sichtbar ist, die nicht mal in meinem Sichtfeld sind. Sorry. Scheiße. Ah, shit, die Feinde hatten die Bombe entschärft und bereits ins Labyrinth verschleppt, was mir nicht bewusst war. Ich war noch im Verteidigungsmodus. Basti konnte die Gegner hingegen hinterlaufen, die Bombe zurückerobern und beim Versuch, sie zurückzubringen, habe ich ihm in den Rücken geschossen. Bombe, stopp!
Für so etwas habe ich teilweise recht wenig Verständnis. Ich meine, wenn man schwere Ausrüstung gerne trägt und in einem großen Feuergefecht einen Treffer weder fühlt noch hört, okay. Aber wenn alles ruhig ist, dir jemand mit einem Joule aus kürzester Distanz nur auf den Rucksack schießt, es deshalb richtig laut knallt, ein Referee, der extra noch sagt, yo, Treffer, und trotzdem noch nachfragst, ob du getroffen wurdest und erst auf ein bejahendes Referee auch noch ohne Hitcallen rausgehst, ich weiß ja nicht. Eure Meinung und Erfahrungen bitte gerne in die Kommentare. Sehr gut, ich gehe wieder ans Fenster. Hit und wieder rein. Alles safe, alles safe. Blau, ihr habt noch die Hälfte der Zeit! Hit! Hit! Komm, Blau, mach doch mal richtig Attacke! Ist da noch jemand von uns im Bombenradius? Nein. Blau, ihr habt nicht mehr viel Zeit! Okay, das muss definitiv leer sein. Deadman! Warum ist der denn? Wir müssen jetzt handeln! Hit! Ja, ich glaube, es war auch noch Abfall. Geht beide raus, sehr gut! Hit! Das ist passiert. Von hinten rausgenommen worden. Hey, auf den Rücken. Nee. Wieder rein, was? Hier, rot. Rot kommt. Schnell durch. Ich mach sechs. Ganz hinten. Stellt euch da nicht so in einer Reihe raus. Ihr geht zurück ins Fenster und wenn Basti rausgeschossen wird, rückt ihr nach. War schon Feuer raus. Ah, Schande über mein Haupt, ich habe den Akku nicht gewechselt und die GoPro ist einfach ausgegangen, ohne irgendeinen Ton von sich zu geben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. In dieser Position habe ich erfolgreich zusammen mit meinem Team die Bombe für die nächsten 10 Minuten verteidigt und Sieg. Meiner Meinung nach ein richtig schönes, ausgeglichenes, faires und aktives Spiel. Und naja, was wäre Airsoft schon ohne Zwischenfälle auf dem Feld. Aber am Ende bin ich mir ganz sicher, dass hinter keinem der gezeigten Missverständnisse irgendeine negative Intention steckte. Wahrnehmungen sind in der Hektik ganz unterschiedlich. Der eine reagiert schneller, der andere eben langsamer. Am Ende wurde abgeklatscht und sich gegenseitig zu dem guten Spielerlebnis gratuliert. Besser kann es doch nicht laufen. In dem Sinne, man trifft sich.